Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein First Impression Video und ich habe eine Box mit recht interessanten Produkten, würde ich sagen. Diesmal mehr High-End als Drogerie, aber muss auch mal sein. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe bis jetzt nur eine Base aufgetragen, also ich meine damit Pflege. Und das erste Produkt, was ich nämlich austesten möchte, ist direkt ein Primer. Und zwar von Estee Lauder Illuminating Perfecting Primer. So sieht der aus. Den habe ich noch nicht getestet. Den hatte ich in einer Box drin. Und ich hoffe, das ganze Make-up wird jetzt was. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Produkte, die ich das erste Mal teste und ich will nachher auf eine Feier. Heute ist Schützenfest und ich hoffe, deswegen wird der Look was. Ich habe jetzt mal auf den Finger aufgetragen. Das ist so weiß und hat so einen Perlmuttschimmer, würde ich jetzt mal sagen. Und das gebe ich jetzt einfach mal auf meinem ganzen Gesicht auf und hoffe, dass es wirklich schön aussieht, nicht glitzernd. Fühlt sich auf jeden Fall schon schön an. Hat aber so einen komischen Geruch, also überhaupt keinen Geruch, der ansatzweise gut riecht, aber verfliegt recht schnell, wirkt so. Zieht schnell ein, das finde ich gut. Es hat wirklich so eine cremige Konsistenz, also ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja, fühlt sich eigentlich schon so an, als wäre es gut aufgetragen. Es fühlt sich alles, ja, sehr weich fühlt sich das an, würde ich sagen. Also so fühlt es sich gut an und auch Feuchtigkeit spenden. Aber wenn ich hier so runterziehe, habe ich das Gefühl, dass ich ihn so ein bisschen wieder abreibe. Ja, er macht so ein bisschen, also ich glaube, das seht ihr nicht. Ich versuche euch mal ein bisschen näher ranzuholen. Seht ihr das hier? Wenn ich darüber reibe, dann pellt das wieder so ab. Das finde ich nicht so gut, aber auf jeden Fall sieht das Gesicht sehr lebendig danach noch aus. Ja, muss ich mal gucken. Zu dem Primer kann man natürlich vorher auch noch nicht so viel sagen. Das Gefühl war gut, aber dass er so leicht abpellt, das hatte ich schon mal bei irgendeinem anderen Primer. Das finde ich nicht so gut. Wenn man hier drüber fährt, dann fühlt sich das halt an, als würde das abgehen. Muss ich mal gucken, weil ist ja natürlich auch ein teurer Primer. Und dann sollte der eigentlich schon perfekt sein, aber das ist irgendwie, ist auch nicht überall so. Sind leichte Glitzerpartikel auch drin, sehe ich gerade auf meinen Fingern so. Aber die sieht man jetzt so im Gesicht nicht direkt. Muss man mal schauen. Wir machen erstmal weiter mit dem nächsten Produkt. Und das ist von Too Faced, die Born This Way Foundation. Die habe ich mir bestellt, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Deswegen hier im First Impression Video logischerweise. In der Farbe Snow habe ich die gekauft. Und ich gebe das Ganze mal auf meine Hand drücken. So. Und werde das ganz normal mit einem Beauty Blender auftragen im Gesicht. So, nehme ich mir mal gerade hier einen Spiegel. Wenn ich mich nicht täusche, gab es die sogar noch eine heller. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe hieß. Ich kann es nicht genau sagen. Aber die passt mir jetzt ganz gut, würde ich behaupten, weil ich nicht mehr die hellste Farbe kann ich manchmal nicht mehr nehmen, weil ich jetzt im Urlaub war und dann schon doch ein bisschen dunkler geworden bin. Mal gucken, wie die ist. Ich habe darüber sehr viel Gutes bis jetzt gehört. Sieht aber irgendwie setzt sie sich bis jetzt noch nicht so gut auf meine Haut. Die Lichtverhältnisse sind ja auch nicht optimal. Sorry dafür. Ich habe da eine Lichtbox. Und da ist das Fenster. Ist ein bisschen blöd, aber naja. Da müssen wir jetzt mit leben. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich nicht so gut mit meiner Haut verbindet momentan. Ja, muss ich mal noch ein bisschen weiter einarbeiten. Die Deckkraft ist jetzt auch noch nicht so mega. Irgendwie hatte ich gedacht, die wäre viel deckender. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall hohe Erwartungen an diese Foundation eigentlich. Sie lässt sich auf jeden Fall aufbauen, das merke ich gerade. Das geht ganz gut. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass sie sich nicht so perfekt mit der Haut verbindet. Natürlich ein bisschen doof. Günstig ist diese Foundation natürlich nicht. Ich gehe natürlich auch mal den Hals ein bisschen hinab. Also irgendwie habe ich noch keine richtige Meinung zu dieser Foundation. Ich weiß gar nicht, was da genau draufsteht, was sie können soll. Medium to full coverage steht da auf jeden Fall. Finde ich jetzt nicht so. Vielleicht gerade medium, wenn überhaupt. Also ich finde jetzt, also jetzt gerade bei mir finde ich irgendwie nicht, dass sie irgendwie großartig abdeckt. Naja, medium kann man schon sagen. Sie hat nicht eine ganz leichte Deckkraft, sondern schon mittel.
Aber to full coverage würde ich jetzt nicht sagen. Also jetzt gerade eher weniger. Und ich habe halt schon ein bisschen aufgebaut, ne? Ich habe jetzt ein paar Schichten schon drauf. Es geht. Ich bin jetzt noch nicht begeistert von ihr, aber ich muss sie auch noch öfter testen. Ich muss auch gucken, wie sie sich den Tag über verhält und so. Aber der erste Eindruck ist jetzt nicht so mega. Also da gibt es, finde ich, auch Drogerie-Foundations, die genauso gut sind, beziehungsweise ähnlich sind. Und ja, erstmal würde ich noch keine unbedingte Kaufempfehlung aussprechen, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht so begeistert. Die Farbe passt jetzt sehr gut. Also das ist genau mein Ton, das finde ich 1A. Aber den Rest muss ich noch gucken. Da bin ich jetzt bis jetzt noch nicht mega überzeugt. Genau, jetzt mache ich erst kurz weiter mit Foundation, Puder, sowas, was ich nehme, wo ich keine neuen Produkte habe. Die werde ich jetzt schon mal verwenden und mich dann bei euch wieder melden. So, jetzt kommen wir aber vielleicht zu dem spannendsten Produkt, was noch super, super neu ist. Ich habe das heute erst bekommen und jetzt drehe ich dieses Video. Und zwar habe ich die, glaube ich, aus dem Vorverkauf. Also ich glaube, die gibt es so jetzt erstmal gar nicht. Kommt bald erst, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Das ist die Urban Decay Born to Run Palette. Erstmal finde ich das Packaging total cool. Mal was ganz anderes von Urban Decay mit so Urlaubsfotos, sag ich mal. Total schön finde ich das. Und dann von innen, sie hat einen großen Spiegel. Und das sind die Farben der Palette. Finde ich sehr, sehr schön. Ist, glaube ich, für jeden sowas dabei. Es sind oben sehr viele matte Töne, oder? Ja, naja, so viele nicht. Aber also doch sind einige matte Töne. Ich würde sagen, ein Drittel matt, der Rest schimmernd. Sehr viele matte Töne, sehr viel Nude-Töne, aber auch viele Farben, was perfekt für mich ist. Da kann ich wirklich alles mitmachen. Ich glaube, das ist so eine Palette, da kann wirklich jeder was mit anfangen. Jeder, glaube ich, weil da sind die passenden Töne drin, die man braucht, die man haben muss in einer Palette, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde sagen, wir wagen uns immer dran. Erst, ich finde persönlich die Grüntöne am schönsten. Aber ich dachte, ich gehe mal ein bisschen in die Pink-Richtung heute für den Look. Weil ich Grüntöne öfter schminke als irgendwas mit Pink. Deswegen testen wir heute mal. Ich gehe als erstes in Weekender und gehe darüber so ein bisschen über mein ganzes Lid. Einmal kurz zum Setten, auch wenn es ein bisschen dunkel dafür ist, aber das ist schon okay. So. Genau. Dann gehe ich in Still Shot, diese Farbe da oben, und nehme die als Transition Shade, schön mit einem Blendepinsel und gehe damit halt in die Crease. Ich hole das mal noch ein bisschen heran, so. Ist natürlich, hat eine gute Pigmentierung, wie man das von Urban Decay eigentlich kennt. Ihr seht das, ich habe nicht so viel reingetippt und habe da schon gut Farbe auf dem Lid. Jetzt gehe ich ins nächste. Und man kann es auch gut blenden, also ist auch überhaupt kein Problem. Ist gut aufbaubar, gefällt mir sehr, sehr gut die Farbe. So. Dann habe ich das Lid schon mal soweit vorbereitet. Und dann gehen wir doch schon mal in den ersten Pink-Lila-Ton, da gehe ich in den dunkleren und gebe das erstmal außen auf. Oh, sehr gut pigmentiert, das klopfe ich mal lieber ab. Erstmal. Und gebe das von außen nach innen auf, aber nicht zu weit auf das Lid. So, ihr seht das ja hier so. Gehe hier so ein bisschen in der Crease noch weiter rein, aber auf dem Lid eher weniger, weil da kommt gleich eine hellere Farbe hin. Gefällt mir sehr, sehr gut die Farbe. Damit kann man auch super wieder arbeiten. Und als nächstes gehe ich in Wild Heart. Das ist ein Schimmerton in Pink und damit gehe ich jetzt auf das bewegliche Lid. Wow, krasse Farbe. Ist mir leider gerade ein bisschen was in den Innenwinkel gekommen, aber das können wir gleich noch entfernen, das ist kein Problem. Das ist schon eine kräftige Farbe, super pigmentiert, krass. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Habe ich jetzt hier noch einen guten Blendepinsel? Hier habe ich noch einen. Um das Ganze ein bisschen auszublenden hier oben. Wow, ihr seht auf jeden Fall die Pigmentierung, oder die ist auf jeden Fall da.
was mache ich jetzt? Ich hätte mir da vielleicht noch ein bisschen gewünscht, dass die Farben noch ein bisschen unterschiedlicher sind. Die beiden pink-lila Töne, die sind sich noch relativ ähnlich, finde ich. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Das Ganze kommt so, wie ich es jetzt da aufgebracht habe, auch an den unteren Wimpernkranz. In den Innenwinkel gebe ich Breakaway, um es ein bisschen zu highlighten. Genauso auch unter der Augenbraue. Um das Ganze noch ein bisschen mehr auszusmoken, gehe ich in Gilt, Strip und Jet und werde das noch mal ein bisschen in den Außenwinkel geben. Einfach damit es ein bisschen dunkler noch wird. Ja, so gefällt mir das auf jeden Fall schon besser. So lasse ich das jetzt erstmal. Ich blende es noch einmal ein bisschen und dann benutzen wir erstmal noch einen Eyeliner und dann sehen wir weiter. Sorry Leute, ich weiß gerade nicht, wo die Kamera aufgehört hat zu filmen. Ich bin mir absolut nicht sicher. Auf jeden Fall kurz zu der Palette. Ich finde sie richtig gut, lässt sich super auftragen, super verblenden, ist gut pigmentiert. Alle Farben, bis jetzt die ich benutzt habe, waren sehr, sehr gut. Von daher klare Kaufempfehlung für diese Palette von Urban Decay. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu einem Drogerieprodukt und zwar von Manhattan, eine Mascara, und zwar die Volume Shake Mascara. Entschuldigt meine Katze, die meint wieder irgendwie was dazu geben zu müssen. Und zwar ist das diese Mascara, die Volume Shake Mascara, die kann man, wie gesagt, so schütteln. Da ist dann irgendwas drin, was die, keine Ahnung, wieder verflüssigt. Ich weiß es nicht, wozu das genau ist. Aber die wollen wir jetzt mal zusammen austesten. Habe ich nämlich noch nicht getan. Das hier ist das Bürstchen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich mag solche Bürstchen. Ist so ein Fasernbürstchen. Probieren wir mal aus. So, seht ihr das? Das ist die Mascara. Ich hoffe, ihr könnt es in irgendeinem Winkel erkennen, wie sie so ist. Also ich finde sie auf jeden Fall nicht schlecht. Sie ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsmascaras, aber sie, ich würde schon sagen, sie betont die Wimpern schön, verlängert sie und gibt auch Volumen. Klebt sie ein bisschen zusammen, da gibt es aber schlimmere. Also ich finde nicht, dass es extrem bei dieser Mascara ist. Gefällt mir insgesamt ganz gut, aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch Wimpern auftragen, weil, keine Ahnung, ihr habt jetzt das Ergebnis kurz gesehen, ich trage jetzt noch eben Wimpern auf und dann sehen wir uns wieder. So, die Augen sind fertig, Wimpern sind drauf, dann würde ich sagen, fehlt auf jeden Fall noch Blush. Und da habe ich auch einen neuen, und zwar von Bare Minerals, das ist die Farbe The Whisper und sieht so aus. Und den trage ich jetzt einfach mal auf. Ich glaube, da kann ich euch eh schon sagen, dass der gut sein wird. Gehe ich auf jeden Fall stark von aus. Ja, auf jeden Fall die Farbe finde ich richtig, richtig schön. So was richtig Natürliches, geht in die bräunliche Richtung. Oder? Findet ihr den schön? Ich finde den schön. Das so, den kann man zu allem tragen, würde ich sagen. Den fand ich jetzt auch ganz passend für dieses Augen-Make-up, weil das ja schon ein bisschen dramatischer farbiger ist, da braucht man nicht mehr so einen knalligen Blush. Und der sieht doch ganz nett aus. Den werde ich jetzt einmal kurz verblenden. Also lässt sich super auftragen, super aufbauen. Blende ich noch einmal mit dem Puderpinsel aus. Gefällt mir sehr gut. Ja.
Dann als letztes, nee, noch nicht als letztes, als vorletztes habe ich hier noch einen Highlighter und der ist von Kiko. Ich glaube, der ist aus einer, ist der aus einer LE? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Nummer 01 Glow Fusion Powder Highlighter. So sieht der aus und den tragen wir jetzt auch mal auf. Da bin ich sehr gespannt, wie der aussieht. Irgendwie sehe ich noch gar nichts. Seht ihr das? Obwohl doch in der Kamera, glaube ich. Sehe ich es ein bisschen, nur gerade im Spiegel irgendwie nicht. Ist jetzt kein mega auffälliger Highlighter, aber ist eigentlich schön. Stelle ich mir schön für den Alltag vor, oder wenn man es mal nicht ganz extrem haben möchte. Gibt einfach einen schönen Glow, sieht lebendig aus. Ist kein Must-Have, würde ich sagen, aber trotzdem vollkommen okay für Leute, die es vielleicht nicht ganz so heftig haben wollen. Dann habe ich noch ein Produkt und das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht als Fixing Spray direkt gedacht. Und zwar ist das von Emma Hardy, das Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Das kann man, glaube ich, einfach immer auftragen, einfach um das Gesicht zu erfrischen. Ich will es jetzt aber mal als Fixing Spray verwenden. Ich habe keine Ahnung, ob es, also es ist nicht dafür gemacht speziell. Es steht, man kann es auch im Alltag nochmal auffrischen, aber steht jetzt nicht, dass es explizit dafür ist, fürs Make-up. Aber ich teste es gerne trotzdem und trage es einfach mal auf. Also, es hat einen mega Sprühkopf, also wirklich super feiner Zerstäuber. So einen schönen hatte ich noch nie. Riecht leicht nach Eukalyptus oder Minze, aber nicht extrem. Also so einen ganz leichten Kräuterduft. Gefällt mir ganz gut und ich finde, es sieht auf jeden Fall richtig glowy jetzt aus. Steht ja auch drauf, Glow Spray. Sieht gut aus. Ich gucke mir das mal einmal gerade vom Nahen mit dem Spiegel an. Wo habe ich ihn? Da. Um zu gucken, dass da auch keine Glitzerpartikel... Nö, hat das Puderfinish genommen. Gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Ich weiß natürlich nicht, wie es über den Tag über ist, ob es das Make-up fixiert oder sonst was. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber insgesamt haben mir die Produkte so ganz gut gefallen. Auch die Foundation finde ich inzwischen ganz schön. Sie setzt sich ein bisschen an trockene Stellen, aber es ist okay. Insgesamt die Produkte sehr gut. Den Primer weiß ich halt auch noch nicht, bin ich mir noch nicht sicher. Das muss ich auch beides nochmal einzeln voneinander testen, also die Foundation und den Primer, sonst kann ich das nicht sagen. Was mir richtig, richtig gut gefällt, ist auf jeden Fall die Palette, das ganz klar, und der Blush. Finde ich auch richtig gut. Die Mascara ist auch nicht schlecht. Genau, das sind auf jeden Fall, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, die Produkte, die mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, das ist dann der fertige Look für heute. So werde ich gleich weggehen. Finde ich okay, nur die Augen ein bisschen auffälliger, sonst... Recht schlicht gehalten, aber das reicht ja auch, ein bisschen pink. Genau, gefällt mir gut, die Produkte mag ich. Es war jetzt kein totaler Flop-Produkt dabei, was mir sehr gut gefällt. Waren ja auch, die meisten waren ja auch sehr teuer. Ja, ich bin vollkommen zufrieden. Thumbs up. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare oder hinterlasst einen Like. Das würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!